lassen wir jetzt erstmal einmal drin. Ich möchte jetzt hier eigentlich dem Ding hier erstmal hinterher. Vielleicht finden wir noch ein paar Diamanten oder so. Das wäre ja auch mal ganz nett. Also mit Diamanten habe ich die Stelle hier gar nicht mal so doof getroffen, muss ich sagen. Was hat er hier noch drin? Er hat Kohle, er hat Salpeter. Ja, das kann man erstmal so lassen. Was ist das? Salpeter ist das wieder hier. Nehmen wir gleich mit. Aber man kann so richtig schön hinterherlaufen. Da haben wir Zestusquarz. Den brauchen wir diesmal weniger. Letztes Mal hatte ich ja die... Anfangs hatte ich ja noch ein anderes Lagersystem. Das war das ME-Lagersystem. Das möchte ich hier dieses Mal nicht machen. Ich möchte jetzt hier eben auf die anderen Sachen eher gehen. Hat er dann noch mehr davon? Dunkeleisenerz. Müsste auch schon gerade schon was von gefunden haben. Ist das Salpeter? Ja, das ist Salpeter. So. Setzen wir eben auch mal ein Fäckelchen rein. Da oben ist wieder Redstone. Steinkohle wieder mit, die können wir dann gleich schon mal zu Koks umarbeiten, wenn wir dann den Ofen oben fertig haben. Dem pflanze ich noch mal eine hinterher hier. Da ist wieder Zestusquarz in der Wand. Also die Ausbeute ist hier unten jetzt nicht allzu schlecht, muss ich sagen. Kohle kann man echt nicht genug haben. Vor allem, weil man sich dadurch auch Diamanten machen kann, später fertig pressen mit dem Kompressor. Da ist ein Diamant. Haben wir gerade von geredet. Hier finden wir jetzt wieder welche. Sehr schön, sehr schön. Hat er hier noch irgendwas Wichtiges drin? Nö. 7 Diamanten habe ich jetzt hier unten gefunden. Einen habe ich oben, sind 8. Ich brauche 9. Verdammte Axt. Tü, 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 tü. Komm, geh mal einen weiter. So. So, den nehmen wir auch gleich raus hier. Redstone, da werden wir uns noch mit tot schmeißen müssen. Da werden wir noch so viel verbrauchen von, das wird noch echt viel werden. Also, wirklich viel. Tü, 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 tü. So. Mein mal zu, du Sau. Der hat noch Holzkohle drin. Das nehme ich noch mit raus. Das nehme ich mit raus. So, da setzen wir auch noch mal eine hin. Eine Fackel habe ich noch. Er müsste aber auch eigentlich bald durch sein. Ja, ja. 300 Items müsste er eigentlich meinen. 250 ist er jetzt. Also lange kann es nicht mehr dauern, bis er aufhört. Habe ich mir gesagt, er soll erstmal nur 50 vorwärts. Ja, ja. So, Junge, werd fertig. Er ist fertig. Sehr schön. 283 Items total. Zwischendurch müssen irgendwo ein paar Löcher gewesen sein. Oder sowas um den Dreh. Stimmt, ganz am Anfang, da waren Löcher. So, das heißt, wir nehmen jetzt hier erstmal alles mit. Ihn auch. Man kann hier vor allem auch sehen, wie die Dinger heißen. Leonardo. Da heißt er. So heißt er. So, und dann würde ich sagen, geben wir ihm hier gleich die nächste Linie zum Meinen. Das wäre dann diese hier. Zwischendurch kann man dann auch mal nach oben einmal. So, ihm sage ich jetzt auch wieder. Ich muss das klein schreiben. Tunnel 50. Und gib Kante, Junge. So, der meint sich jetzt hier schön durch die Gegend. Beleuchten brauchen wir nicht mehr. Ist er jetzt bis hinten. Das heißt, ich kann jetzt zwischendurch einmal hochgehen. Und den Kram wegbringen, während er jetzt hier unten schön fröhlich am Arbeiten ist.
Und dann, während er noch zugange ist, können wir dann hier oben vielleicht mal gucken, ob wir vielleicht zwei Diamanten haben. Beziehungsweise ob ich immer einen mit Mimicry Ore hinkriege, damit ich dann die Solarfläche langsamer hinkriege oben. Ich brauche hier wirklich mehr Strom in dem Laden. So. Oder was ich natürlich auch machen kann, ist mir jetzt mehr von den anderen Dingern holen, aber ich muss jetzt erstmal den Diamanten hinkriegen. Ne, ich habe hier wirklich jetzt nur einen. Habe ich denn Mimicry Ore? Habe ich das noch hier? Habe ich da genug von? Ich brauche... Jawohl, das langt genau. Habe sogar noch einen über. Wie weit ist er jetzt hier? 24 ist noch nicht jetzt so die Welt. So, das heißt, wir machen uns mal einmal... fertig hier. Und schon hat man aus einem Diamanten zwei gemacht. Und da habe ich jetzt meinen Diamantblock, den ich unbedingt brauche. Für den Solargenerator. Das heißt, wir werden Ofen brauchen. Netherquarz muss ich noch besorgen. Da müssen wir noch ein Netherportal für haben. Aber ich habe zumindest schon mal den Diamantblock fertig, den ich ganz dringend brauche dafür. So, das war schon mal das Gröbste. Was ich jetzt brauche, ist eigentlich... Ja, eigentlich muss ich jetzt wieder in den Keller gleich. Uranpecherz, das kann hier eigentlich erstmal alles rein. Ich brauche noch mehr vom Pflasterstein. Kohle schmeiße ich hier mit rein. Gut, dann gehen wir mal eben abladen. Beziehungsweise, was wir abladen können, laden wir mal ab. So, den Rest müssen wir dann sehen. Ich brauche dringend noch ein paar mehr Truhen. Aber da möchte ich nachher mit größeren Truhen lieber arbeiten. Mit Diamanttruhen und Goldtruhen werden wir dann nachher noch brauchen. Jetzt gucken wir mal erstmal, was der andere Vogel hier unten macht. Der Vogel mit vier Beine. Was ist das? Ja, das ist Yellow Reed. Ja, die ist aber auch schon gut vorangekommen, muss ich sagen. Haben wir noch wieder Salpeter gefunden. Was hast du so in der Ladung hier? Uranpechblende hast du, okay. Ist jetzt nicht so toll gerade alles, was er hier so findet, aber besser wie nix, sag ich mal. Besser wie nix. Hier haben wir noch wieder Platin. Oh, hier haben wir Lapis. Sehr schön. Was ist das? Quantumerz ist das wieder. Das nehmen wir auch gleich mit. Da waren wir schon drin, da haben wir den anderen Mist rausgepoolt vorhin. Aber er kommt hier gut voran. Also, die Dinger sind echt klasse. Bis hier hinten will er noch, dann hat er noch ein bisschen was zu tun. Oh, hier ist wieder Redstone. Steinkohle, die lasse ich jetzt erstmal drinne. Den Mist baut er hier auch zuverlässig ab. Können wir hier sehen. Essence Dust. Das ist auch nicht weniger, was er da abbaut. Das ist genau dieselbe Menge, als wenn ich das abbauen würde. Es sei denn, ich hätte meine Werkzeuge eben noch verzaubert mit mir Glück oder so und so ein Blödsinn. Dann würde ich wahrscheinlich mehr rauskriegen als er. Aber darum geht es mir nicht. Ich möchte jetzt hier eigentlich erstmal zusehen, dass ich hier ein bisschen was rauskriege. Überhaupt erstmal was rauskriege. Bei den Verzauberungen braucht man denn ja auch immer wieder ein bisschen Glück für und naja, was soll's. Oh, Diamanten. Da haben wir noch wieder Diamanten. Es hagelt Diamanten hier, das ist richtig schön. Hätte ich oben gar nicht vervielfältigen müssen, das Ding gerade. Aber so habt ihr es wenigstens auch mal gesehen. Ist schon klasse, die Teile. Wenn ihr jetzt noch einen Diamanten findet, dann könnte ich mir sogar noch einen zweiten Turtle anschaffen. Aber man kommt hier echt gut vorwärts. So, was brauche ich als nächstes? Wahrscheinlich muss ich mir jetzt erstmal gleich ein Portal noch bauen, um in die Nether zu kommen, weil ich eben Netherquarz brauche für den Solargenerator. Dann müssen wir da mal gucken. So, ich warte jetzt nur noch drauf, dass er hier eigentlich fertig wird. Freundchen.
Tü-tü-tü-tü-tü. Und jetzt müsste er durch sein. Ja, sehr schön. Nehmen wir das alles wieder mit hier, was er so dabei hat. Und ihn selbst auch. Zack, Leonardo, komm mit. So. Sehr schön, sehr schön. Das lassen wir erstmal noch drin hier. So, machen wir mal wieder Hü-Hüpf nach oben hier. Ich habe jetzt auch die Diamantsäge. Das heißt, ich könnte sogar mit dem Wasserfahrstuhl anfangen. Das wäre natürlich auch noch eine ganz nette Idee jetzt. Den werden wir aber nicht komplett bauen, sondern nur erstmal von der oberen Etage, wo wir jetzt oben drauf langlaufen können, bis hier oder so. Und den Rest lasse ich erstmal so. Da können wir eigentlich auch gleich mal gucken. So, Diamanten werde ich erstmal wieder loswerden wollen. Das ist der falsche Raum. So, schmeißen wir den mal da rein. Ist das Quantum Dust? Holzkohle können wir erstmal hier lassen. Oh, ich muss hier ein bisschen Platz lassen, damit er den Rest auch noch mitkriegt hier. So, dann machen wir dann die nächsten paar Blöcke erstmal fertig, würde ich sagen. Ich kriege das nie richtig hin hier. So haben wir das und dann machen wir das mal so. Dann haben wir hier auch die nächsten 7 Blöcke fertig. Immer alles schön nach und nach bauen. Setze ich den dahin, der muss weg. So, der hier in der Mitte muss eben frei bleiben. Und hier vorne müssen wir dann noch einen 9er Block davor setzen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch im Ganzen 10 Blöcke. Soll heißen, ich brauche noch 50 Sand. Die muss er mir jetzt erstmal fertig machen. Und dann sehen wir weiter. So, was ich mir jetzt erstmal baue, ist dann der. Ja, das müssen wir mit Leonardo machen. Da müssen wir jetzt einmal los und gucken, wo wir jetzt Obsidian herbekommen. Irgendwo werden wir hier bestimmt Obsidian herbekommen. Oder wir können uns das Portal auch gießen. Das würde auch funktionieren. Ist nur die Frage, wo baue ich das? Vor allem, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich brauche erstmal einen Eimer. Eimer werde ich sowieso brauchen. Dann werde ich mir jetzt erstmal den Eimer bauen. Alles klar. So. Zack, zack, zack. Haben wir den Eimer. Eimer, den Eimer. Und ich brauche auch noch ein bisschen. Ich brauche jetzt noch Glas hier. Das müssen wir einmal zersägen. Mit der Diamantsäge. So, das heißt, wir machen uns jetzt erstmal ein paar schicke Glasscheiben fertig, aber andere als wir schon haben. So, machen wir das mal so. Davon werde ich eh noch mehr brauchen. Dann muss ich mir jetzt noch Glascover fertig machen. Die werde ich dann sowieso brauchen. So, das heißt, wir haben den Kram fertig. Das heißt, es kann losgehen mit dem Wasserfahrstuhl. Hüpf, nach oben. Das hier muss eigentlich mal raus. Da komme ich sonst nicht mehr ran später. Kann ich irgendwas wegschmeißen hier? Nee. Eigentlich muss ich erstmal Platz machen jetzt hier. So, ich tausche aus das verrottete Fleisch gegen Holz und gucke mal, was ich hier sonst noch so loswerden kann. Ja, das passt ganz gut.